Der zweite Teil unserer Reise führt uns durch den südlichen Teil Norwegens. Unsere Hotels sind in Røros, Oppdal, Elverum und Froddal gebucht. Gleich nach dem Frühstück heißt es packen und Abschied nehmen von Schweden. Nur 40 Kilometer sind es noch bis zur norwegischen Grenze und so rollen wir bald über norwegische Straßen Richtung Røros. Wir erreichen unser Hotel am Rand des Stadtzentrums von Røros gegen 15 Uhr. It could be her name, Grace. Bevor wir uns nun der Stadtgeschichte widmen, gönnen wir uns erstmal ein Stückchen Kuchen und Kaffee. In Røros wurde seit Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre Kupfererz abgebaut. Vieles der alten Bausubstanz blieb erhalten und damit schaffte Røros es in die Welterbeliste der UNESCO. Die Kirche wurde in den Jahren 1779 bis 1784 errichtet. Der Bau dieser Kirche kostete 23.000 Reichstaler, was den Jahreseinkünften von 460 Grubenarbeitern entspricht. Zu dieser Zeit lebten ca. 2.000 Menschen in Røros. In den großen rostrot und gelb gestrichenen Gebäuden lebten früher die Direktoren, Ingenieure und Beamte. Hier im Slackwein oder Schlackenweg lebten die einfachen Bergleute. Sie lebten auf sehr beengtem Raum und hatten weder Stall noch Scheune und konnten sich daher auch keine Haustiere, nicht einmal eine Ziege halten. Der Malmplatz oder der Erzplatz vor der Schmelzhütte war früher das Zentrum der Stadt. Hier wurde das angelieferte Erz mit einer Laufwaage gewogen. Vom Schlackenhügel aus haben wir eine schöne Aussicht über die Stadt. Wurde am Wasserfall von Hitterelva eine Schmelze errichtet. Vermutlich wurde der Sägewerksdamm zur gleichen Zeit errichtet. Die für den Bau des Dammes verwendeten Materialien wurden auf das Jahr 1651 datiert. Der Sägewerksdamm wurde am Rand des Wasserfalls am Hitterelva Schleusendamm gebaut, um die vertikale Säge im Sägewerk an der Ostseite des Flusses mit Wasser zu versorgen. Das Sägewerk und seine Fundamente wurden als integraler Bestandteil der gezahnten Holzwände der Flussböschungen errichtet. Das Sägewerk war bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Betrieb und beherbergte damals eine Vielblattsäge.
Die Glocke läutete früher Schichtbeginn und Schichtende ein. Heute geht es durch die Provinzen Hettmark und Oppland nach Oppdal. Hier lebt man von der Land- und Forstwirtschaft, aber auch von der holzverarbeitenden Industrie und dem Tourismus. Ob die Kirche von Quickne wirklich eine Stabkirche ist, wie es auf den Schildern steht, ist unklar. In der Liste der Stabkirchen ist sie nicht aufgeführt. Kurz vor Oppdal entdecken wir auf einer Raststätte einen Blitzbus und halten spontan an. Zu unserer großen Freude treffen wir hier auf den Reiseleiter Jens, den wir von einer früheren Reise kennen. Unser Hotel im Zentrum von Oppdal an der E6 ist ein typisches Konferenzhotel. Oppdal ist eine Kommune in der Provinz Trøndelag und liegt am Fuße des Dovrefjell. Man lebt hier hauptsächlich vom Skitourismus und der Landwirtschaft. Nach unserem Spaziergang durch den beschaulichen Ort Oppdal suchen wir den Campingplatz, auf dem wir 1980/81 übernachtet haben. Seit Monaten freuen wir uns auf den heutigen Tag. Wir haben eine Moschus-Ochsen-Safari gebucht. Dazu treffen wir uns mit den Guides am Bahnhof von Oppdal und fahren im Konvoi zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Nach circa 30 Kilometer Fahrt erreichen wir einen Parkplatz im Nationalpark Dovrefjell. Von hier wollen wir dem Wanderweg in die Berge folgen. Dort befindet sich eine Gruppe Muttertiere und ihre Jungen.
Doch es kommt anders. Ein Bulle versperrt uns den Weg und wir müssen Umwege laufen. Die Moschusochsen gehören in die Verwandtschaftsgruppe der Ziegenartigen. Sie sind Bewohner der arktischen Tundra und heute nur noch ursprünglich in Grönland, Kanada und Alaska zu finden. Im Dovrefjell-Nationalpark gelang die Wiederansiedlung dieser Tiere nach 20-jähriger Bemühung im Jahre 1947. Inzwischen leben hier ca. 300 Exemplare. Die Tiere benötigen niederschlagsarme Tundren und sind gegen anhaltende Feuchtigkeit empfindlich. So macht auch ihnen die Klimaveränderung zu schaffen. Sie ernähren sich von Birken, Weiden, Kräutern, Flechten und Moosen. Wir haben das große Glück, heute bei unserer Wanderung zwei dieser Tiere in freier Natur erleben zu dürfen. Die Orientierung in diesem Gelände wäre uns ohne Guide nicht möglich gewesen. Nach der zünftigen Mittagspause treten wir wieder unseren Heimweg an. Das Umwandern der beiden Bullen in diesem schwierigen Gelände hat uns zu viel Zeit gekostet. Deshalb werden wir es nicht mehr schaffen, die Gruppe mit den Jungtieren zu erreichen. Auf dem Rückweg erklärt Ornung noch etwas die Pflanzenwelt im Dovrefjell. Meist kennt er aber nur die norwegischen Namen. Die Unterwolle der Moschusochsen zählt zu den feinsten natürlichen Fasern und wird inzwischen unter der Bezeichnung Kviviut vermarktet. Man kann hier sehr schön beobachten, dass die Tiere der Vegetation keinen Schaden zufügen, da sie immer nur ein paar Blättchen nehmen und dann weiter wandern. Obwohl die männlichen Tiere eine stattliche Höhe von 1,50 Meter erreichen können, würde man sie in diesem Gelände leicht übersehen können. Da kann es besonders in der Paarungszeit, wenn die Bullen keine Konkurrenz dulden, zu gefährlichen Situationen kommen. Den Parkplatz und damit das Ende unserer Wanderung erreichen wir glücklich und zufrieden am Nachmittag. Unsere Fahrt führt uns wieder ins Dovrefjell und weiter durch den Rondane-Nationalpark.
Bei Ringebü legen wir eine Pause ein, um die berühmte Stabkirche zu besichtigen. Anschließend fahren wir nach Elverum, wo wir ein Hotel gebucht haben. Das knapp 1000 Quadratkilometer große Rondane-Gebiet ist Norwegens ältester Nationalpark. Es gibt hier 10 Berggipfel, die höher als 2000 Meter sind. Der Park ist wichtiger Lebensraum für wilde Rentierherden. Die gegenwärtige Landschaft wurde zumeist durch die letzte Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren geformt. Henrik Ibsen wurde durch diese Landschaft zu seinem Gedicht Peer Gynt inspiriert. Die Stabkirche von Ringebü im Gudbrandsdal ist eine der größten Stabkirchen in Norwegen. Sie wurde 1220 auf dem Platz einer alten Pfahlkirche errichtet. Eine Stabkirche hat ein Steinfundament, auf dem Bodenschwellen ruhen. Darauf werden Masten aufgestellt, die den Kern der Kirche bilden. Andreaskreuze und Bögen stabilisieren das Ganze. Nägel finden bei der Bauweise keine Verwendung. Der barocke Altar stammt aus dem Jahre 1686.
Eine etwa 750 Jahre alte Skulptur des heiligen Laurentius steht linker Hand der Choröffnung und ist ein kostbarer Teil des mittelalterlichen Inventars. Die Kanzel wird auf das Jahr 1703 datiert, ebenso das Monogramm des dänisch-norwegischen Königs Frederik IV. Der Kronleuchter wurde vom sogenannten Blumenmeister aus Ringebü im 18. Jahrhundert geschnitzt. Der mit Sternfries verzierte Taufstein stammt noch aus der Vorgängerkirche. Die Kirche dient noch heute als Pfarrkirche und erhielt 1982 eine neue Orgel von der schwedischen Orgelbaufirma Ackermann und Lund. Nach einer langen, anstrengenden Fahrt erreichen wir Elverum, eine Kleinstadt nordöstlich von Oslo. Das Hotel ist schick, aber wir bekommen nichts Gescheites zu essen. Wir spazieren zum Fluss Glomma. Die Stadt wird auch Hauptstadt der Wälder genannt. Und man lebt von der Forstwirtschaft. Eine lange Fahrt liegt vor uns. Wir fahren nur Schnellstraßen und Autobahnen und kommen bis Oslo gut voran. Dann zuckeln wir, wie auch gestern schon, von einer Baustelle zur anderen. Mittags erreichen wir Heddal. Hier stärken wir uns erst einmal, bevor wir die berühmte Stabkirche besichtigen. Just remember that death is not the end. Die Stabkirche von Heddal ist die größte und bekannteste Stabkirche Norwegens. Sie wurde um das Jahr 1250 gebaut. Besonders ersehenswert sind die reich verzierten Portale. Not the end, not the end. Die Figuren an den vier Portalen sollen die bösen Geister aus der Kirche fernhalten. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche umfassend restauriert. Dabei wurde leider ein Großteil der Innenausstattung zerstört. Erhalten geblieben sind aber die Rosenmalerei und auch der Prunkstuhl oder Bischofsstuhl genannt. Just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember.
Nun setzen wir unseren Weg in Richtung Vordal fort. Die E134 windet sich die Berge hinauf und hinab. Die letzten 20 Kilometer führen uns Serpentinen hinunter zum See Nissa. Hier liegt unser Hotel oberhalb des Sees. Es wurde 1864 gebaut und seither immer wieder erweitert. Nachdem wir unser Zimmer bezogen haben, gehen wir hinunter an den Bootsanleger. Dort liegt die alte MS Fram, mit der wir eine Schleusenfahrt unternehmen wollen. Wir haben uns trotz der gestrigen langen Autofahrt für eine große Rundfahrt entschieden. Unser Ziel ist Rukan. Von Vordal aus fahren wir in nördliche Richtung durch die Landschaft Telemark. Die E134 verlassen wir in der Jartal-Kommune und nehmen die Passstraße, die nach Rukan führt. Wir passieren verschiedene Seen, bis wir das Gebirgsdorf Tudal erreichen. Am Kopfstuhl Vatnet liegt das exklusive Hotel Häufjells Hotel, in dem ich mal eben die Toiletten benutzen darf. Ab 190 Euro die Nacht kann man hier buchen. Rukan liegt im engen Westfjordtal. Es wird im Norden von den südlichen Ausläufern der Hardanger Vidda und im Süden von einem der bekanntesten Berge Norwegens, dem Gaustatoppen, begrenzt. Die Enge dieses Ost-West-Tals ist der Grund dafür, dass das Licht der tiefstehenden Sonne im Winterhalbjahr von Oktober bis März den Ort am Talboden nicht mehr erreicht. In 2013 wurden drei Heliostaten, das sind drei Spiegel mit je 17 Quadratmeter Fläche, errichtet, die in dieser Zeit Sonnenlicht auf 600 Quadratmeter Fläche am Marktplatz spiegeln. Bekannt ist der Ort für seine Wasserkraftwerke und der Produktion von schwerem Wasser, das man für Kernspaltung benötigt.
1928 wurde vom Betreiber der Kraftwerke die Grossobahnen errichtet, die erste Seilbahn Nordeuropas. Damit ermöglichte man den Arbeitern, auch im Winter das Sonnenlicht zu sehen. Wir nutzen diese Seilbahn, um damit eine schöne Aussicht über die Stadt zu erhalten. Außerdem gibt es hier oben eine Cafeteria, in der wir unsere Mittagspause einlegen. Der Rukan-Wasserfall hat eine Fallhöhe von 104 Metern. Ein Geologieprofessor war allerdings so begeistert von dieser Entdeckung, dass er 1810 den dänischen König informierte. In den Folgejahren reisten begüterte Europäer ins Westfjorddal, um diese Sensation zu bestaunen. Das ist ein echter Elch. Ich mach Fotos. Heute beschäftigen wir uns mit dem Telemark-Kanal. Er verbindet Schien an der Nordseeküste mit Dahlen südlich der Hardanger Widder. Er ist 105 Kilometer lang und überwindet 72 Meter Höhe mit Hilfe von 18 Schleusenstufen. Er nutzt zum großen Teil vorhandene Seen. Wir fahren zum Frankfoss, der größten Schleusenanlage am Telemark-Kanal. Der Name bedeutet übersetzt ungefähr der querköpfige Wasserfall. Hier stürzte der Fluss Eidself, der die Seen Nomevatnet und Norsjö verbindet, auf einer Länge von 2 Kilometern 25 Meter in die Tiefe. Damit war das Flößen beinahe unmöglich. Immer verhakten sich die Stämme und mussten wieder geordnet und gelöst werden. 1887 bis 1892 wurde hier eine Schleusentreppe errichtet, die 23 Meter in 5 Stufen überwindet. 500 Arbeiter waren damit beschäftigt, ohne Maschinen den Kanal in den Felsen zu treiben. Die Staumauer neben der Schleusenanlage ist 32 Meter hoch und bis zu 21 Meter dick. Der obere und untere Kanallauf ist jeweils mit einem Steinwall vom Fluss abgeschirmt, sodass der Einlauf in den Kanal in ruhigem Fahrwasser ist.
Zu touristischen Zwecken verkehren heute im Sommer 4 Linienschiffe auf dem Kanal. Die MS Victoria ist die Königin des Kanals. Sie wurde 1882 gebaut. Die Schiffe benötigen für die Strecke Schien-Dahlen 12 Stunden. Alleine die Schleusenfahrt in Frankfoss nimmt eine Stunde in Anspruch. Die Schleusenanlage wird noch komplett von Hand gesteuert. Wir genießen die Rückfahrt durch eine wirklich atemberaubende Landschaft. Die geplante Schleusenfahrt mit der alten MS Fram kann wegen des starken Windes leider nicht stattfinden, wie uns der fröhliche Kapitän erläutert. Stattdessen unternehmen wir aber eine kleine Rundfahrt über den Busvikfjorden, ein Binnenfjord ohne Meerzugang. Zunächst fahren wir an der Ortschaft Frodal vorbei, bevor wir um die kleinen Inseln herumschippern. Zum Aufwärmen vor dem kalten Wind flüchten wir immer mal wieder unter Deck. So my woman of the heart fire, harbor of my soul.
But you're lightly sleeping, I sense the dream that doesn't fold like gold. You to me are treasure, you to me are dear. So I'll give you my love and a bang on the ear. Heute heißt es Abschied nehmen von Frådal und Norwegen. Gestern Abend ist eine Gruppe von Blitzreisen aus Overath hier im Hotel angekommen. Und da die Blitzis immer früh unterwegs sind, bekommen wir heute auch schon um 7 Uhr Frühstück. So haben wir genügend Zeit, um pünktlich zur Abfahrt der Fähre in Oslo zu sein. Nachdem wir unsere Kabine bezogen haben, gehen wir an Deck und beobachten das lustige Treiben. Pünktlich um 14 Uhr legt die Fähre von Oslo ab und fährt durch den Oslofjord in Richtung Kiel. Bald ist es uns zu kalt und wir flüchten unter Deck. Die Überfahrt war sehr ruhig. Pünktlich um 10 Uhr erreichen wir Kiel. Nun ist der Urlaub endgültig zu Ende. Denn die Fahrt über verstopfte deutsche Autobahnen ist keine Freude.